Sigmar Otto erzählt euch jetzt was zu Gender Effect bei Chatbot-DesignerInnen. Und genau, ist von der Uni Hohenheim. Und ja, wir haben 15 Minuten Vortrag und 5 Minuten noch für Fragen zu klären. Genau. Ja, vielen Dank. Ich habe ja schon ein Mikro, genau. Ja, herzlich willkommen zu unserem Vortrag. Im Großen und Ganzen geht es bei mir um Bias bei digitalen Systemen, wie die Bias reinkommen und wie sie aber auch die Nutzung und auch Entscheidungen von Menschen beeinflussen. Und das möchte ich heute an einer ersten Studie, die wir in dem Bereich durchgeführt haben, bei dem Gender-Effekt bei Chatbots darstellen. Die Studie war zusammen oder ist zusammen mit Sarah Zabel, eine Doktorandin von mir, und wir forschen weiter an dem Thema. Und ich habe, wenn ich ein paar Minuten Zeit habe, am Ende noch, dann werde ich auch noch auf einen weiteren Aspekt eingehen, und zwar wie digitale Systeme auch Entscheidungen bezüglich Umweltschutz beeinflussen können. Ja, wie gesagt, ganz kurz werde ich einleiten, was Bias und Nachhaltigkeit mit intelligenten soziotechnischen Systemen zu tun hat. Dann werde ich das ein bisschen tiefergehender an einem Chatbot-Beispiel ausführen, wie dieser Bias entsteht, wie der in die Software einfließt und was das eben auch bewirken kann. Das werde ich anhand einer Studie zeigen, um am Ende dann vielleicht, wenn wir noch Zeit haben, auch zu zeigen, wie nachhaltig, also wie Spam-E-Mail-Filter ebenfalls Nachhaltigkeit beeinflussen können. Das ist so ein bisschen im Großen und Ganzen die Systematik, mit der wir an die Forschung herangehen. Wir haben in der Mitte das digitale System, das digital intelligente System, den Algorithmus. Da kann man viele verschiedene Synonyme für einsetzen oder im Prinzip geht es da aber um die gesamte digitale Technologie, mit der wir arbeiten, die wir nutzen, um zu konsumieren, um Entscheidungen zu treffen und so weiter. Der Input besteht meistens darin, dass eben EntwicklerInnen das Programmieren, verschiedene Texte einfügen, um eben diese Technologie zu entwickeln. Und dabei kann es eben zu Bias kommen. Das ist das, womit wir uns beschäftigen. Und dieser Bias, der ist dann in diesem System drin und kann sich auf vielfältige Weise und vor allen Dingen auch sehr stark multiplizieren, weil natürlich, wenn eine Entscheidung getroffen ist, die in die Systeme einfließt, die in vielfacher Weise durch die digitalen Systeme auf viele, viele Nutzende zum Beispiel Einfluss haben kann. Das kann am Interface sein. Für einige Nutzende kann die Nutzererfahrung weniger gut, weniger schlecht sein. Das kann aber auch bei Entscheidungen sein, bei Kaufentscheidungen, wenn man Vorschläge bekommt, aber auch bei Spam-E-Mail-Filtern, die eben bestimmte E-Mails rausfiltern oder eben auch nicht herausfiltern. Und deshalb habe ich auch dieses soziotechnische System angezeigt. Links haben wir eben all das, was die Entwicklung der Technologie beeinflusst. Im Kern der Mensch, der oder die Entwicklerin, aber natürlich auch die Gesellschaft mit Gesetzen, mit verschiedenen ISO-Normen. Wir haben es eben gerade im vorigen Beispiel gesehen. Das ist im Prinzip ja da, wo ich ansetze, wo ich weitermache mit meiner Forschung und darauf aufsetze, was jetzt der Vorredner bereits schon gut aufgezeigt hat. Auf der anderen Seite haben wir dann die Technologie, die Technik, die dann wiederum eine Auswirkung auf die einzelnen Menschen, auf die KonsumentInnen zum Beispiel hat. So, kommen wir dann zum Gender-Effekt beim Chatbot-Design. Unsere Annahme war, sehr wahrscheinlich gibt es da einen Effekt. Und zwar, dass die Erfahrung von Nutzenden unterschiedlich ist. Und das hat insofern eine Relevanz, wenn es da einen Gender-Effekt gibt, weil 80% der EntwicklerInnen sind eben männlich in Deutschland, aber das ist weltweit nicht viel anders. Und wenn da unbewusst irgendwelche Präferenzen in die Entwicklung einfließen, hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Nutzenden. Das war die Idee dahinter. Und das haben wir tatsächlich mit einem Experiment, ich glaube, ziemlich beeindruckend nachgewiesen. Wir haben dazu bisherige Studien ein bisschen weiterentwickelt und aufgebohrt. Es gab schon Studien, zum Beispiel von Ben Bassat und anderen, die haben Chatbots im Aussehen manipuliert, haben einfach ein männliches, ein weibliches Counterfeit gegeben und haben dann zum Beispiel untersucht, ob dann Frauen eher bereit sind, Produktempfehlungen dieses Chatbots zu folgen. Und das war tatsächlich der Fall. Vielleicht ganz kurz noch Chatbots.
alle kennen sie. Ich glaube, hier muss ich das nicht groß erläutern. Chatbots finden wir mittlerweile überall auf Websites von verschiedenen Providern, Internetprovidern, unseren Internetprovidern, alle, die da irgendwelche Ratschläge geben können, Fragen beantworten können, auf Reiseportalen, überall gibt es diese Chatbots mittlerweile und die kommunizieren mit den Nutzenden. Aber auch Kaufempfehlungen werden eben gemacht, Produktempfehlungen, wie hier in diesem Beispiel. Und klar kann man die explizit manipulieren und zeigen, okay, es gibt hier einen Effekt, wie dieser Chatbot gestaltet wird, hat einen Einfluss auf die Nutzenden. Aber unsere Frage ist ja, was passiert, wenn EntwicklerInnen diese Dinge also in der Praxis entwickeln und in der Regel gar nicht drüber nachdenken, was das für einen Effekt zum Beispiel auf unterschiedliche Geschlechter hat oder aber auch auf andere Gruppen, vielleicht auf Jüngere, Ältere. All das spielt oft keine große Rolle und ist auch nicht beabsichtigt. Und deshalb habe ich jetzt mal ein Beispiel aus unserer Studie genommen. Das ist ein Text, den eine oder eine Teilnehmerin entwickelt hat. Und die hatten die Aufgabe, Texte zu entwickeln, die Nutzenden zu begrüßen auf einem Reiseportal. Und das ist hier ein Beispiel. Könnt ihr jetzt sagen, ob das von einem Mann oder einer Frau entwickelt wurde? Also wir konnten das nicht, wir haben uns das auch angeschaut. Aber wir hatten eben verschiedene Geschlechter bei der Entwicklung dabei. Und so sah dann auch unsere Studie aus. Wir haben dieser Bewertung der Chatbots durch Nutzende eine Studie vorgeschaltet, in dem wir eben in dem Fall knapp 20 EntwicklerInnen solche Textbausteine entwickeln lassen haben. Die hatten keine Vorgabe, das irgendwie speziell für Männer oder Frauen zu entwickeln, sondern die sollten einfach diese Textbausteine entwickeln. Sie hatten da eine neutrale Vorgabe, entwickelt bitte die Begrüßung für diesen Chatbot auf einem Reiseportal und noch ein paar andere Elemente, die eben den Nutzenden anzeigen, was der Chatbot alles kann. So, dann hatten wir diese 20 verschiedenen Textbausteine und die haben wir dann in einer größeren Studie, wie das eben die Kolleginnen auch schon gemacht haben, 320 Nutzenden vorgelegt und haben dann geschaut, wie deren emotionaler Affekt darauf ist, also deren NutzerInnen-Erfahrung. Und es wird in der Psychologie relativ einfach gemessen, mit der Positive-Negative-Affect-Scale. Da werden 10 Adjektivpaare im Positiven und Negativen vorgelegt und die Leute können ankreuzen, wie sie sich dazu gerade fühlen. Und dann kann man eben da schauen, ob es da Unterschiede gibt. Und genau das haben wir gemacht. Und tatsächlich ist es so, dass wenn es ein Match zwischen dem Geschlecht des Entwicklers, der Entwicklerin und des Nutzenden gibt, dann war die Nutzenden-Erfahrung besser. Dann war es positiver und weniger negativ. Und ja, wir haben noch ein paar andere Variablen getestet. Wir müssen jetzt nicht im Detail hier reingehen. Das ist jetzt im Prinzip eine statistische Auswertung. Sozialwissenschaftler werden das verstehen. Und wir haben eben diesen Haupteffekt des Matches des Geschlechts. Wir haben dann eben diese Variablen Dummy kodiert. Also wenn es eine Übereinstimmung zwischen EntwicklerInnen und NutzerInnen gab, dann wurde das mit 1 kodiert, wenn es also weiblich und weiblich war, männlich auch. Und wenn es eben unterschiedlich war, mit 0 kodiert. Und so haben wir diesen Effekt dann in die Analyse reingegeben und haben einen sehr signifikanten Effekt gefunden. Wir haben noch ein paar andere Variablen getestet. Das werde ich jetzt in der Kürze der Zeit nicht anreißen. Also wir haben die EntwicklerInnen auch gefragt, ob sie schon theoretische Erfahrung mit der Entwicklung oder mit digitalen Medien haben, ob sie in dem Bereich tätig sind und auch praktische Erfahrung haben. Das haben wir dann auch noch untersucht. Und vielleicht nur ganz kurz, also eine gewisse theoretische Erfahrung hatte, das sehen wir jetzt hier nicht, einen kleinen positiven Effekt, aber das, wie gesagt, haben wir jetzt hier nicht auf der Tabelle drin. Ja, was können wir machen? Also wir haben es gesehen, wir haben da einen Effekt, 80% der EntwicklerInnen sind männlich und demzufolge ist es sehr wahrscheinlich, dass für die, ja, meisten männlichen Nutzenden die Nutzererfahrung besser ist. Generell, um das ein bisschen weiterzufassen, könnte man das zum Beispiel auch, und mein Vorredner hat das auch schon erwähnt, in die ISO-Norm aufnehmen. Und zwar, das ist eben bei der ISO 9241, die die Ergonomie interaktiver Systeme sicherstellen soll und die Qualität dieser Systeme sicherstellen soll, dass man da
die Individualisierbarkeit betrachtet und mit betrachtet, ob bzw. zu welchem Grad diese Systeme frei von Bias sind. Wenn man das noch ein bisschen weiterzieht, ist es natürlich wichtig, dass wir Bias in der digitalen Welt aufdecken mit solchen und ähnlichen Studien und dann auch versuchen zu vermeiden. Dazu könnten wir neutrale Versionen entwerfen oder aber, und dazu bietet die Technologie auch viele Möglichkeiten, die ja, Technologie individualisieren, das heißt auf verschiedene Nutzende auch anpassen, dass jeweils die Nutzenden oder die Nutzergruppen noch bessere Nutzererfahrung oder Nutzerinnenerfahrung haben. Also mehr Diversität für alle letztendlich. Genau, ein paar Minuten habe ich noch, oder? Dann würde ich jetzt eben auch noch ein bisschen ein zweites Beispiel liefern, wo es ja um die Nachhaltigkeit bei Spamfiltern geht oder die Auswirkung von Spamfiltern auf die Nachhaltigkeit. Ich gehe ein bisschen in meine grundsätzliche Forschung rein, da geht es auch um Nachhaltigkeitsmotivation. Was wir in unserer Forschung machen, ist, wir messen die Nachhaltigkeitsmotivation von Personen und zeigen, dass die einen sehr, sehr großen Effekt auf die Verhaltensweise im Alltag hat. Ne? Also hier oben haben wir die sehr nachhaltigen Personen, das sind wenige. Im mittleren Bereich sind natürlich die meisten Personen mit einer mittleren Nachhaltigkeitsmotivation und hier Menschen mit eher niedriger Nachhaltigkeitsmotivation. Und wahrscheinlich sitzen hier jetzt alles Menschen mit einer Motivation, die weit über dem Durchschnitt liegt. Und demzufolge werden Sie wahrscheinlich auch die meisten oder werdet ihr wahrscheinlich auch die meisten Verhaltensweisen zeigen, die wir hier auch abfragen. Zum Beispiel eine ökologische Route bei der Navigation zu wählen oder auch gleich aufs Auto verzichten. Das sind alles Sachen, für die man eine gewisse Nachhaltigkeitsmotivation braucht. Aber auch zum Beispiel Petitionen für den Umweltschutz zu unterschreiben, auch dafür braucht man eine gewisse Nachhaltigkeitsmotivation. Und was man jetzt machen kann mit Technologie ist, die Schwierigkeit dieser Verhaltensweisen leichter machen. Also den Leuten auch mit einer mittleren Motivation es ermöglichen, diese Petition zum Beispiel zu unterschreiben. Was ist jetzt aber, wenn Spamfilter solche E-Mails, die zu Petitionen auffordern, schon ausfiltern, dann bekommen die Leute mit der mittleren Nachhaltigkeitsmotivation diese E-Mails überhaupt nicht und ja, haben überhaupt keine Gelegenheit, die zu unterschreiben, weil die sich damit auch gar nicht beschäftigen. Das heißt, Spamfilter, die ja Spam gezielt nach bestimmten Kriterien ausfiltern, haben tatsächlich schon einen großen Einfluss auf das, was Menschen vielleicht in dem Alltag tun, weil sie vielleicht manche E-Mails wie solche Petitionen von Greenpeace gar nicht durchlassen. Die Frage ist aber, wer entscheidet das? Wer entwickelt diese Spam-E-Mail-Filter, dass sie eben diese E-Mails durchlassen oder nicht durchlassen? Da guckt eigentlich wahrscheinlich gar niemand groß drauf. Das wird irgendwann entwickelt. Und deshalb haben wir dazu auch eine Studie durchgeführt und haben eben einer größeren Gruppe von Menschen verschiedene E-Mails vorgelegt, unter anderem auch diese, und haben denen gesagt, okay, das ist Trainingsmaterial für einen Algorithmus und der Algorithmus muss wissen, ob das eine Spam-E-Mail ist oder nicht. Das war diese E-Mail, dann E-Mail von Brot für die Welt, tatsächliche Spam-E-Mails über irgendwelche Kryptowährungen oder auch irgendwelche E-Mails von Finanzinstituten. Und dann haben wir die Leute gefragt, ist das Spam oder nicht, soll das als Spam sortiert werden oder nicht. Das war die Aufgabe. Und wir haben auch deren Nachhaltigkeitsmotivation gemessen, deshalb habe ich das noch kurz erläutert. Und was wir sehen eine ganz klare Korrelation der Nachhaltigkeitsmotivation, also wie nachhaltig jemand motiviert ist, mit dem Einfluss auf die Sortierung dieser E-Mails. Die E-Mail von Greenpeace wurde von Nachhaltigkeitsmotivierten deutlich weniger als Spam aussortiert, genauso wie eine E-Mail vom NABU, also entsprechend unserer Hypothese. Aber auch eine E-Mail von UNICEF und Brot für die Welt wurde von denen weniger häufig als Spam aussortiert. Und wir sehen es, und das ist auch nochmal ein Indiz dafür, dass die Studie ganz gut funktioniert hat, die Nachhaltigkeitsmotivation hatte keinen Effekt auf diese E-Mails von Elster, der Deutschen Bank oder der Commerzbank. Und wir sehen hier oben aber auch noch einen Effekt. Die Nachhaltigkeitsmotivierteren waren tatsächlich besser als die anderen drin, diese echte Spam-E-Mail auszusortieren. Also noch ein schöner Nebeneffekt. Ne? So, das heißt, was wir hier sehen ist, dass die Nachhaltigkeitsmotivation der EntwicklerInnen wirklich einen ziemlich starken Einfluss auf
die Entwicklung solcher Algorithmen haben kann. Und wenn wir bedenken, dass jetzt zum Beispiel bei Gmail Milliarden von E-Mails gefiltert werden über den Spamfilter, der irgendwann trainiert wurde, hat das wirklich wahrscheinlich einen ziemlich großen gesellschaftlichen Effekt, weil natürlich einmal trainiert, dieser Algorithmus das ständig und auf viele Zeit wiederholt. Das ist hier wirklich eine wichtige Nachricht. Und ich denke, da sollten wir hinschauen, wie wir da mit diesen Technologien umgehen und auch drauf schauen, wer das Trainingsmaterial entwickelt oder wer entscheidet, was zum Beispiel in dem Fall Spam ist und was nicht. Genau. Das soll es soweit gewesen sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und lasst uns den digitalen Wandel im positiven Sinn mitgestalten und Nachhaltigkeit und Diversität fördern. Dankeschön. Also genau, ihr könnt jetzt Fragen stellen. Ich kann mit dem Mikro kommen, aber vielleicht geht es auch so. Vielleicht hört man euch auch so. Ja, sehr gut. Und zwar gibt es ja auch die KI-Roadmap jetzt von der DIN, wo es darum geht, eben Handlungsempfehlungen für die KI-Entwicklung zu geben, dass dort auch eine Regulierung kommt, weil Sie vorher auch die ISO erwähnt haben. Deswegen wollte ich fragen, inwieweit Sie das vielleicht auch im Blick haben, weil das dort ja auch einen sehr starken Diskurs gibt oder es ist ja auch so ein Bottom-up-Prozess, da kann ja im Prinzip auch jede und jeder mitmachen. Hatten Sie das auch im Blick, neben dem Blick auf die ISO und die dortige Möglichkeit, das zu implementieren? Ja genau, im Prinzip sollen diese Studien eben auch diese Vorgehen oder diese Initiativen unterstützen, dass eben genau das zeigt, genau das brauchen wir, damit wir hier in der breiten gesellschaftlichen Vielfalt auch diese Sachen mitentwickeln und diese Norm setzen. Genau das ist eben auch das, was wir machen sollten. Also das ist im Prinzip schon ein Lösungsansatz für das, was ich hier vorgestellt habe, auf jeden Fall. Danke nochmal für den Hinweis. Ja, also die wird auch wahrscheinlich beim Digitalgipfel jetzt die neue Ausgabe released und das wird eigentlich super Sinn machen, sich da zu vernetzen. Also ich war dort von der Arbeitsgruppe Ethik eben auch Sprecherin und ich kannte die Studie jetzt nicht. Vielleicht wollen wir dann mal Karten tauschen oder sowas. Ja, super gerne. Ja. Also die eine ist veröffentlicht, der Bias, deshalb habe ich die auch in den Vordergrund gerückt. Die andere, ich versuche Zeit zu finden, die aufzuschreiben und zu veröffentlichen, aber die Daten sind da, ja. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Mein Name ist Christian Schneider, ich bin vom Bundesamt für Naturschutz. Was ich mich gefragt habe, gerade wenn es um Regulierung, um Normierung, um ISO-Normen oder sagen aus welcher Perspektive auch immer die Norm kommt, geht, habe ich mich gefragt bei Ihrem ersten Teil, ist nicht das Ziel, dass alle Entwickler und Entwicklerinnen, dass es da einfach einen Ausgleich gibt, dann bräuchten wir uns quasi nicht um die Normierung kümmern oder was sind eigentlich die Ansätze in der Normierung, dass man ein Ungleichgewicht, wer angesprochen wird von Chatbots und ein positives Erlebnis oder eine positive Erfahrung hat, wie kann man das denn überhaupt ändern? Und was wird da eigentlich normiert, dass sich alle gleichermaßen angesprochen fühlen können? Also meines Erachtens geht es da nicht wirklich um die Normierung, sondern es geht darum, dass man diese Sachen berücksichtigt und auf breiter Basis im Prinzip schaut, wo sich diese Bias entwickeln können und dafür zumindest im ersten Schritt ein Bewusstsein entwickelt. Und das war ja nur ein Beispiel. Ich schätze mal, wenn wir ja noch ein bisschen weiter forschen, fallen uns da bestimmt noch eine ganze Menge anderer Beispiele ein. Und deshalb würde ich da gar nicht so ins Detail gehen und sagen, das muss jetzt in dem Beispiel genauso gemacht werden. Gerade die digitalen Systeme entwickeln sich ja auch ständig weiter. Und von daher muss es eher auf einer übergeordneten Ebene eine Empfehlung oder irgendwas in die Richtung geben. Plus, dass wir eben auch, und dazu bietet die Technologie auch eine ganze Menge Möglichkeiten,
Customization ist hier ein Schlagwort, wo wir eben wirklich dann auch das anpassen auf einzelne Personengruppen und dann spielt dieser Unterschied, kann der zum Vorteil werden, weil wir dann auch genau die Zielgruppen adressieren. Ja, die Zeit ist leider um, deshalb müssen wir leider aufhören. Klar, gut, ja, vielen Dank.